Wochen rückt eine Polizeihundertschaft samt Wasserwerfer zu einer Party der Rocker in Berlin aus. Ende Oktober wurden in Frankfurt Oder 5 Rocker zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Und im vergangenen Jahr wurde sogar ein Rocker auf offener Straße in Berlin erschossen. Auch deswegen steht Rockerkriminalität auf der Tagesordnung der Innenminister, die sich am kommenden Freitag treffen. Schwarze Schafe gibt es überall, heißt es dazu aus der Rockerszene. Sind das wirklich alles Einzelfälle? Schönen guten Abend zu Klipp und Klar. Bevor ich Ihnen unsere Gäste vorstellen möchte, möchten wir Sie ganz kurz erstmal in eine Welt einführen, die für Sie vielleicht nicht so bekannt ist, die der Rocker. Lederwesten, Motorräder, harte Männer. Die Rocker von Motorradclubs wie den Hells Angels oder Bandidos pflegen gern das Image einer eingeschworenen Bruderschaft. Beide Clubs wurden von Kriegsveteranen gegründet, die Hells Angels in Kalifornien im Jahre 1948, die Bandidos in Texas 1966. In Deutschland machen sich beide Vereine seit rund 20 Jahren verstärkt breit und rekrutieren Mitglieder auch durch Übertritte anderer Motorradclubs. Sie organisieren sich in Ortsvereinen, sogenannten Chartern, und geben Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt und Freiheit als Grundmotive ihrer Männerbünde an. Die Erkennungsmerkmale sind schwere Motorräder und die Kutte mit dem Vereinsemblem, die bis aufs Blut verteidigt wird. Nach außen hin versuchen sie sich als freiheitsliebende Motorradfreaks zu geben. Oder wie der Hannoveraner Hells Angels-Boss Frank Hanebut als seriöser Geschäftsmann im Rotlichtmilieu, der sich ein Zubrot mit dem Verkauf von hochprozentigem und Klamotten der eigens kreierten Marke 81 verdient. Bei der Polizei fühlen sich allerdings die Experten der organisierten Kriminalität für die Motorradclubs zuständig und ermitteln wegen Drogengeschäften, Prostitution und Waffenhandel gegen die Rocker. Um ihre kriminellen Geschäfte zu betreiben, schreckten diese auch vor schwerer Gewalt nicht zurück. So verkünden die Bandidos auf ihren Kutten Expect no mercy, zu Deutsch erwarte keine Gnade. Unser Thema: Kriminelle oder Easy Rider? Was sind die Rocker? Und das diskutieren wir mit diesen Gästen. Der Rockerfreund und Ex-Knacki findet, Rocker sind nicht gefährlicher als andere Bürger. Politiker und Polizei bauen eine künstliche Gefahr auf. Guten Abend, Lothar Berg. Das sieht die Dezernatsleiterin beim Berliner Landeskriminalamt anders. Rocker sein heißt im Prinzip gegen die Gesellschaft sein. Und dazu gehören auch kriminelle Strukturen. Herzlich willkommen, Heike Rudert. Wir müssen mehr Härte zeigen und kriminelle Rockerbanden endlich verbieten, fordert der Innenexperte der Brandenburger CDU. Guten Abend, Sven Pethke. Der Stern-Reporter hält dagegen, wo Gesetze gebrochen werden, muss die Polizei einschreiten. Aber Rockerclubs zu verbieten, hat mit Rechtsstaat nichts zu tun. Herzlich willkommen, Kuno Kruse. Herr Berg, Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen, 60er, 70er Jahre. Sie waren selbst eine Zeit lang mal Rocker. Wie wird man Rocker? Indem man eine gewisse Faszination für das Vorhandene hat. Und Rocker sein, ich glaube, das sollten wir überhaupt erstmal klären. Reden wir jetzt über Rocker oder über Hells Angels und Bandidos? Rocker sein ist nichts weiter wie Punk, wie Hippie oder sonst irgendwie eine Jugendorientierung. Und die ist in den 50er Jahren ganz einfach im Arbeitermilieu entstanden. Und wenn man die kriminalisiert, dann stimmt das einfach nicht. Und ich wollte noch gerne noch was schnell zum Trailer sagen. Warum wird nicht darüber gesprochen, dass Hells Angels, Bandidos, andere Rockervereine was für Jugendliche tun? Zum Beispiel den Toy Run oder sonstige Sachen. Finde ich nicht sehr objektiv. Deswegen haben wir Sie eingeladen und darüber reden wir noch. Also, Frau Rudert, wenn man das hört, was Herr Berg jetzt so sagt, so im ersten Ansatz, dann sind das harte Jungs mit gutem Herz, die sich auch um andere kümmern. Warum hat die Polizei was gegen Rocker? Die Polizei hat an sich nichts gegen Rocker. Man muss ja tatsächlich unterscheiden zwischen den Rockern, den motorradfahrenden Menschen und den sogenannten Outlaw-Motorcycle-Gangs. Outlaw, außerhalb des Gesetzes sich stellen. Und das ist eine kleine Gruppe von motorradfahrenden Menschen, von Rockern. Und die haben wir im Visier. Wir haben nicht per se jeden Bürger im Visier, der mit seinem Motorrad am Wochenende eine Tour macht. Und diese kleine Gruppe
von Outlaw Motorcycle Gangs, wie wir sie bezeichnen, wie die Hells Angels und die Bandidos, die haben tatsächlich eine erhebliche Anzahl von Straftaten vorzuweisen. Und sie sind nicht der romantische Motorradclub, wie hier immer sehr oft in der Öffentlichkeit behauptet wird. Herr Petke, scheren Sie mit Ihrer Kritik gegen Rocker da nicht alle über einen Kamm? Das über einen Kamm scheren, das darf man nicht machen. Es ist ja eben schon angesprochen worden, jemand, der Motorrad fährt, beruflich oder auf Hobby, wie auch immer, der hat nichts mit kriminellen Clubs zu tun. Wer mit ehrlicher Arbeit sein Geld verdient, der hat nichts mit Prostitution, mit Waffenhandel, mit Drogenhandel zu tun. Wir reden hier über einen relativ kleinen Personenkreis. Aber dieser relativ kleine Personenkreis in Brandenburg, 250 bis 300, ist umso gefährlicher. Und diese Straftaten, die sind ja nur keine Erfindung der Politik. Diese Straftaten beschäftigen Polizei und Justiz. Und das Interessante und Gefährliche ist, diese Straftaten werden fast alle in der Öffentlichkeit begangen. Körperverletzungen, schwere Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten. Das sind eben Dinge, die kann sich der Rechtsstaat und darf sich der Rechtsstaat nicht bieten lassen. Und wenn das überhand nimmt, und das nimmt ganz klar überhand, wir haben in den letzten Jahren eine Steigerungsrate, dann ist die Politik in der Pflicht. Herr Kruse, Sie berichten seit ziemlich langer Zeit über Rocker und Sie berichten so, dass Sie die Szene gut kennen. Jetzt haben wir eine Sache, die würde ich gerne wissen, weil wir in dem Film ja am Ende dieses Expect No Mercy hatten. Das klingt für mich so ein bisschen wie, das wird das als Orden verliehen für besonders gewalttätige Rocker? Das ist ein Orden. Das ist ein Orden, den es bei den Bandidos gibt. Und ich glaube, dass der auch für bestimmte Taten verliehen wird. Für welche Taten? Ich glaube, für schwere Gewalttaten. Also das ist, dieses Expect No Mercy ist in der Szene so ein Orden, über den man eigentlich nicht spricht. Warum nicht? Ich glaube nicht, weil da ist irgendwas gewesen, für das sie diese Jungs diesen Orden bekommen haben und sie reden nicht drüber. Darüber schweigen sie, weil sie wahrscheinlich Ärger mit der Polizei kriegen. Weil dann der Staatsanwalt kommt. Möglicherweise, möglicherweise. Aber trotzdem möchte ich nochmal aussagen, weil Sie mich gefragt haben, es stimmt nicht, dass ich immer über Rocker berichte. Es war so, ich habe einen großen Bericht gemacht über Rocker. Und da mache ich das eigentlich immer, wie Journalisten normalerweise anfangen. Ich gucke mir an, was ist über Rocker veröffentlicht worden. Und dann hatte ich ungefähr so einen Stapel Zeitungsartikel und habe festgestellt, alle Kollegen, die über Rocker geschrieben haben, haben nie mit denen geredet. Immer wenn es was über Rocker zu berichten gab, dann sprach entweder die Gewerkschaft der Polizei oder sprach jemand vom BKA oder vom LKA. Das heißt, wir hatten jahrelang eine Berichterstattung über Rocker, wo mit ihnen selbst überhaupt nicht gesprochen wurde. Und dann hatte ich einfach einen anderen Ansatz und habe gesagt, ich gehe da mal hin, gucke, was die machen, wie die leben. Und konnte mich dann eine ganze Weile mit denen zusammen bewegen, konnte die zu Hause besuchen, war bei diesen Clubveranstaltungen und hatte, glaube ich, so ein bisschen Einblick in das Leben dieser Rocker und musste feststellen, alles, was ich dort gesehen habe, deckte sich nicht mit dem, was ich in diesen Zeitungsartikeln gefunden habe. Ich würde mal gerne ganz kurz was vorlesen, dauert nicht lange. Schwerer Raub, tödliche Schüsse, Mann zusammengeschlagen, grundloser Schlag ins Gesicht, Nasenbein gebrochen, 16-Jährigen verprügelt, Bettler geschlagen, Mann zum Kuppel geschlagen, misshandelt, zwei Frauen vergewaltigt, Fußballfan verprügelt, 56-Jähriger schwer verletzt. Was glauben Sie, was das ist? Das ist sicherlich nicht von jemandem, der besonders friedliebend ist. Aber Sie werden uns das ja jetzt sofort sagen. Was, Sie zum Beispiel, weil Sie waren ja bestimmt tief drin in der Rocker-Szene, haben also Einblick. Was meinen Sie, was das ist? Das ist eine Beschreibung von einer ganzen Latte von schweren Straftaten. Richtig. Und alle begangen in den letzten übersichtlichen Zeitraum von Polizisten. Ist die Polizei jetzt eine kriminelle Vereinigung? Die Leute sind deswegen verurteilt worden. Das ist so eine abwegige Diskussion, die Sie hier versuchen zu führen. Nein. Können Sie auch ganz andere Beispiele bringen? Gehen Sie doch mal drauf. Schauen Sie doch bloß davon an. Sie behaupten ganz einfach, Hells Angels, Bandidos, alle anderen Vereinigungen sind generell kriminell. Das stimmt einfach nicht. Erstmal hat es am heutigen Abend noch niemand gesagt. Mhm. Und zum Zweiten sind wir heute nicht wegen der Polizei da, sondern wir sind da, weil auf den Straßen von Berlin und Brandenburg Leute zusammengeschlagen werden, Leute ums Leben gekommen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bürger auf einen Rocker trifft, ist wahnsinnig gering. Und das war ganz der Hintergrund, dass er von dem noch geschlagen wird, ist noch geringer. Also eine goldene Regel gibt es hier, das hat auch was mit Respekt zu tun. Wir lassen einander, das geht ja in die ganze Runde. Wir lassen uns einander ausreden. Dann komme ich ja nicht zu Wort. Keine Sorge, dafür bin ich schon da. Und
Bevor wir da weitermachen, würde ich gerne eine Sache noch einflechten. Unsere Runde, ich würde unsere Runde schlichten, einfach durch ich Information. Würde, ja, schlichten mache ich schon. Ich würde nur okay. gerne noch unsere Runde erweitern über unsere Zuschauer, die nämlich auch noch Meinungen haben und die kommen jetzt zu Wort. Genau, sehr kontroverse Meinungen. Gerold Hameln hat uns gerade geschrieben, in den kriminellen Motorradfahrern sollte endlich die Grundlage entzogen werden. Das heißt, Verbot von Motorradfahrten in Gruppen sowie Führerscheinentzug. Die Polizei sollte entschiedener durchgreifen. Ganz anderer Meinung ist Michaela Wolte aus Hellersdorf. Hört auf, die Rocker zu kriminalisieren. Schwarze Schafe gibt es überall. Für mich sind die wahren Gangster die Banker, die uns abzocken, und die Chefs in Nadelstreifen von irgendwelchen Aktiengesellschaften. Also ich würde gerne über die Rockerclubs sprechen und ich würde gerne Herrn Kruse, weil Sie das möglicherweise sich daran erinnern, wir hören immer von Gewaltvorfällen. Django, den kennen Sie, Pressesprecher Hells Angels, der hat gesagt, Zitat, natürlich lehne ich Gewalt nicht ab, das gehört zu unserer Natur. Also wenn ich das höre, dann würde ich ganz gern die Straßenseite wechseln, wenn die mir entgegenkommen. Na, da müssen Sie keine Angst haben vor Django. Also wenn er solche Sprüche macht, dann meint er damit im Grunde, wie gesagt, es gibt Gewalt, Gewalt kommt vor, aber dass er Gewalt als Konfliktlösung anbietet, das ist eigentlich nicht seine Gangart. So habe ich ihn nicht erlebt. Insofern ist es immer schwierig, so ein Zitat aus irgendwas rauszusuchen. Also ich kenne Django gut, der ist seit Jahrzehnten in diesem Club. Ich weiß nicht, ob die in den letzten Jahrzehnten mal eine Straftat gehabt haben, die ihm zuzuordnen ist. Ich wüsste keine. Es gab auch kein Ermittlungsverfahren. Da ist überhaupt nichts. Es gibt immer so dieses Aufgebausche. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Heute Morgen wurden in Singen 5 Wohnungen durchsucht. Und das auf die übliche Weise. SEK kommt rein, Tür aufgebrochen. Die stehen dann mit der MP im Kinderzimmer. Alle müssen sich auf den Boden legen. Also ein ganz großer Aufwand, ja? In 5 Wohnungen. Und dann habe ich mich erkundigt. In Wohnungen von Hells Angels. Alles Hells Angels. Dann habe ich mich erkundigt, was ist denn überhaupt vorgefallen? Was ist der Straftatbestand? Der Straftatbestand war, dass sie im letzten April eine Party gemacht haben und auf dieser Party eine Tombola. In diese Tombola haben Leute so Lose gekauft und haben dann hinterher eine Harley Davidson verlost. Das war der Grund, weshalb es diese Polizeirazzia gegeben hat. Und da frage ich mich, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Weil man hätte dieses anmelden müssen, dass man eine Tombola durchführt. Und dann wird so eine Maßnahme ergriffen, dann hat man große Schlagzeilen, Wohnungen durchsucht. Ich habe das nicht geglaubt, dann habe ich den ermittelnden Staatsanwalt angerufen, der hat gesagt, ja, ich sehe das hier auch, es geht nur um diese Tombola. Und dann frage ich mich, was passiert da eigentlich? Ja, das ist eine Frage, die direkt an Frau Ruder geht, auch wenn das in Singen passiert ist, aber das ist ja allgemein, auch was ich am Anfang sagte, mit einer Hunderschaft und Wasserwerfern zu einer Party von Rockern. Ja. Hat sich die Polizei und hat sich der Staat auf die Rocker eingeschossen? Also ich denke mal, 798 schwere Straftaten in den letzten 5 Jahren sprechen eine Sprache für sich. 325 Jahre Haftstrafen, die verhängt worden sind, sprechen eine Sprache für sich. Das ist nicht der harmlose Romantikerverein ist, der mal ab und zu ein Motorrad fährt. Und zu dem Thema, warum die Polizei dort mit SEK reingeht. Wir haben einen erschossenen Polizeibeamten gehabt bei einer Durchsuchung. Wir haben darüber hinaus im April dieses Jahres sind 50 bis 60 Rocker in einem Einkaufscenter aufgetaucht. 50 bis 60 Rocker in Kutten, von denen waren 2/3 schwer bewaffnet. Ich meine, wer geht von ihnen? Schwer bewaffnet, das heißt mit einer Machete, mit Messern, mit Schusswaffen. Ich gehe nicht ins Einkaufscenter mit einer Schusswaffe, mit einem Messer, und ich glaube auch nicht der Großteil der Zuschauer hier. Also das heißt, diese permanente Bewaffnung, wir nennen es das kleine Besteck, was immer dabei ist, um sich gegen Übergriffe von anderen zu schützen. Man hat eine Machete dabei, man hat ein Messer dabei, ein Klappmesser, man hat eine Schreckschusspistole dabei. Und ich denke mal, da ist die Polizei durchaus aufgefordert, sich selbst auch zu schützen bei Aktionen oder auch den Bürger zu schützen. Also hier wird nichts nach oben stilisiert. Wir wissen nicht, wer von den Tätern bei einer Durchsuchung eine Waffe konkret dabei hat und nicht. Und da schützen wir uns natürlich auch und schützen auch die Nachbarn und die Bürger, die neben so einem Menschen wohnen. Was glauben Sie denn, wollten Ihre Kollegen in den Wohnungen? Ich kann über Singen nicht urteilen. Ich bitte Sie einfach ich habe diesen Vorgang hier nicht vorzulegen und ich werde nicht über die Maßnahme von Kollegen im Bundesgebiet urteilen. Aber ich kann über die Maßnahmen hier urteilen. Da Sie gerade diesen tragischen Tod des Polizisten erwähnt haben, wissen Sie da, was Ihre Kollegen in der Wohnung wollten? Ja, sie wollten dort eine Durchsuchung durchführen. Warum? In einer anderen Angelegenheit. Wir müssen dieses Verfahren jetzt hier nicht breiter. Nein, ich würde gerne wissen, wissen Sie, worum es ging? Ja. Was ihm vorgeworfen wurde? Ja, aber wir müssen hier jetzt keine Frage antworten. Es gab keine schwere Straftat, die ihm vorgeworfen wurde. Und warum hat er denn sofort geschossen, als es an die Tür geklopft hat? Und ganz offen Polizei gerufen worden ist? Ich spiele mal den Ball zurück.